habe ich als Kind gelernt, wenn du aus dem Raum rausgehst, machst Licht aus. Sonst gibt es Ärger von der Mutti. Also wir machen all das, was alle anderen auch machen. Es ist nicht so, hier, dass man mit dem Heiligenschein durch die Gegend laufen muss. Ich bin kein Vorbild, was Umweltschutz angeht. Ich bin Fan, seit als ich ein kleiner Bub war. Die Eintracht ist eine Herzenssache. Ich glaube, Verschwenden ist immer scheiße. Genauso ist es auch mit der Natur. Du hast einen Club, der frisst viel Strom. Du wolltest ja irgendwie Strom sparen, gleich auch mehr Geld für Spirenzien. Aus dem Grund finde ich es wichtig, erstmal einzusparen. Was wir nicht machen, ist, ich drehe nie eine Heizung ab oder auf. Die Energie kommt über die Luft. Der Rest, der im Haus einfach drin ist, wie die Menschen und so. Und die Kaffeemaschine und die Waschmaschine, der Kühlschrank, der Föhn, alles. Das verpufft halt einfach nicht, sondern es bleibt im Haus drin. Also es ist schon ein Stück weit Vorbild zu sein. Erzeugung ist ja nur eine Sache. Wir müssen einen anderen Weg finden des Verbrauchs. Insofern bietet es sich an, die Energie möglichst dort zu erzeugen, wo sie auch verbraucht wird. Das mache ich nicht, um Geld zu sparen, sondern eigentlich, um das Richtige zu tun. Die Tonstudios hatten riesige Mischpulte, sowas hatte ich früher auch noch. So ein Ding hat man nachts gar nicht ausgemacht, also mit heute nicht zu vergleichen, könnte man sich heute gar nicht leisten. Früher hat Strom ja auch nichts gekostet. Das heißt ja auch Verantwortung übernehmen und das ist mir schon sehr wichtig. Fair muss irgendwie bewegt werden. Wie viel Energie verbraucht er dabei? Wie viel Energie verbraucht ein Fußballspiel? Man kann jetzt schon mit dem Elektrofahrzeug ins Stadion kommen. Ja, das Stadion von morgen wird so gut wie keine Energie verbrauchen. Das Stadion von morgen wird vielleicht sogar Energie erzeugen. Wir sind Schrittmacher. Wir helfen den Leuten, den ersten Schritt zu machen. Es ist angesagt, wir müssen das irgendwie hinkriegen, diesen Wechsel. Wir sollten also die Energie hier in Frankfurt erzeugen und einsparen. Bevor man irgendwelche Gesetze braucht, ist es doch viel besser, wenn jeder einfach seine Verantwortung selbst übernimmt. Es muss bei einem anfangen und aus einem wird viele. One becomes many.